Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Control. So, alte Freunde, die Quest habe ich hier offen und deswegen bin ich schon mal im Wartungsbereich. 6 Leute müssen wir hier von Erish befreien. Gucken wir mal, welche ich zuerst mache. So, da unten. Dylan, das Gespräch in der letzten Folge war ja sehr interessant. Hier haben wir wieder weitere Pilze, wo ich ja noch nicht rein darf, sonst töten die mich hier in dem Bereich. Da gehe ich dann danach hin mit der Forschungsabteilung und dann lernen wir da sicherlich einiges noch über die Pilze. So, hier bin ich bei den Transformatoren. Gucken, ob hier schon der erste Gegner ist. Einer ist in der Atlaskammer. Da unten. NSC Transformatoren. Hier ist Rimus. Der soll hier drin sein. Na, da höre ich doch schon was. Ist das Rimus? Was für ein Geräusch ist das denn, ey? Ich bin bei den Transformatoren, aber hier ist noch kein Typ. Rimus? Bist du hier? Ist er das da? Das ist er. Oh. Oder auch nicht. Nee. Vielleicht da oben? Da ist Rimus. Hallo, wow, es ist so ein Flieger. Den treffe ich doch wieder nicht mit Wurfobjekten, um sein Schild wegzukriegen. Außer er bleibt vielleicht stehen, wenn er selber was werfen will. Ja, so halbwegs. Ja, sein Schild ist weg. Dann kriegt er jetzt nur noch Headshots. Ich hoffe, es sind nicht alles so eine Schweber. Die sind echt nervig. Haha, er kommt nicht zum Werfen. Komm, nachladen. Sonst komme ich nicht zum Schießen. Und er ist gleich weg. Scheiße, da. Ich sollte auch die anderen finden, aber ich sollte auch noch von dem was aufheben eigentlich, oder? Nee? Quest ist weg, okay. So, das war der erste. Wo komme ich jetzt am besten, muss ich Schnellreise benutzen? Hier raus und dann? Die sind leider nicht so miteinander verbunden, die Räume, ne? Außer kann ich vielleicht hier noch lang gehen irgendwo? Nö, da ist ja nichts. Das war der erste. So. Kühlpumpen müsste noch einer. Die sind da unten, da muss ich ganz woanders hin. Na komm, wenn ich jetzt zur Atlaskammer gehe, müsste ich 2 machen können, weil bei der Atlaskammer da ist ja auch noch eine Verbindung. Gleich zum nächsten. Warte mal, wo bin ich denn eben lang? Ich bin noch hier. Wo war denn der Ausgang nochmal? Hier hinten, ne? Hier. So, hier ist der Schnellreisepunkt. Kontrollraum. Da. Gehe ich mal in die Atlaskammer und dann kann ich nach unten gehen zur Schwarzsteinverarbeitung und müsste dann theoretisch 2 Stück hintereinander machen können. Wow, das ist schon. Das ist geil. Genau vor mir, ey. Boom. Hä? Das war getroffen. Die sind mir am liebsten, ey. Die sind einfacher zu besiegen, als die nur rumfliegen. Er hat Kollegen gerufen. Das finde ich jetzt aber unschön. So, der ist auch schon hinüber. Ah, guck mal, wenn er tot ist, verschwinden seine Kollegen. So, das war der. Und jetzt müsste ich hier unten in die Richtung eigentlich weitergehen können, zum anderen Bereich oben durch. Hier. Ich bin in den Sack. Kann ich hier nicht die Kästen wegnehmen? Ich muss da auf die andere. Ich muss hier durch. Geht nicht. Ach man. Wie komme ich denn jetzt da rein? Nicht
verbunden sind hier echt nicht? Doch, hier lang. Guck mal. Die Seite ist offen. Ach, guck mal, hier sind ja Typen. Ne, das ist der falsche Raum, aber hier geht's dann weiter. Hier. Hier, die Dinger kann ich halt leider nicht wegschieben. Was ist hier für eine Tür? War hier nicht auch noch eine Stufe 6 Tür irgendwo? In der Forschung auf jeden Fall, ne? Später. Da war da auch noch dieser Synchronisationsraum da. Ach, guck mal hier. Da geht's zur Kiste. Die ich dann noch nicht aufmachen konnte. In der Wartung war ich jetzt aber schon lange nicht mehr. Guck mal hier. Hier geht's schon mit Stufe 5 rein. War halt lange nicht mehr da. Da ist aber noch ganz schön Krieg. So, Schildschub und Material. Und jetzt ist hier die Tür auch offen. Sehr schön. So, was ballert ihr hier um? Ah, das ist der Raum, wo das Monster war. Das unsichtbare Monster vor der Schwarzsteinabteilung. Und es ist Hazard. Das ist der nächste. Der hat einen Granatwerfer dabei. Erstmal das Schild machen. Seine Granaten kann ich auf jeden Fall auch schön auf ihn zurückfeuern. So, wieder einer weniger. Hey Lady, alles frisch? Okay, das war der Bereich. Jetzt muss ich hier wieder raus. Oder kann ich... War noch irgendwo ein Schnellreisepunkt hier? Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich hier hingehe, ist er auch noch verbunden irgendwie mit dem Fahrstuhl oder so, ne? Da geht's zum... Ah, hier ist dieser Fahrstuhl. Schwarzsteinverarbeitung und der würde mich dann woanders hinfahren. Ich muss jetzt in das Belüftungssystem. Aber doch nicht hier lang. Gehen wir kurz noch zurück. Geht ja recht schnell mit den 6 Leuten hier. 3 habe ich schon. Guck mal, da oben ist die Tür, oder? Fallakten. Surfbrett. Ah, das Surfbrett habe ich doch auch gesehen im Panoptikum. Wir haben sie sich gefühlt, nachdem sie im Gegenstand berührt hatten? Voller Selbstvertrauen, Unmengen davon. Ich wollte etwas aus meinem Leben machen. Künstler werden oder an der Börse handeln. Ha. Das Surfbrett hat ihn also gute Laune verpasst. Das war es hier, nur um hier hochzukommen, um die Akte zu finden über das Surfbrett. Ha. Wo bin ich jetzt? Ah ja, das ist der Weg wieder. Da war aber nichts. Nee. Ziemlich viele Leichen immer noch. Hat immer noch keiner weggeräumt. So. Ja, komm, gehe ich zurück zur Atlaskammer. Dann benutzen wir da irgendwie so ein Ding. Reisen wir da irgendwo schnell hin. Hey, danke fürs Türöffnen. Hilfsbereite Mitarbeiter. Genau, hier unten. Cho fehlt noch, Thompson und Heppenstahl. Schnellreise. So. Belüftungssystem, den mache ich jetzt. Angekommen. So, welche Richtung muss ich? Da lang. Ah ja, hier bitte. Hier nicht laufen! Hart gekämpft. Eine Sphäre. Oh, 2 Sphären? Hier wird niemand gedeckt. Leg jetzt los!
Wären sie wieder. Angreifen! So, wo ist er denn? Da ist Cho. Er ist das Schild weg schon. So. Der hält ja gar nichts aus. Der ist doch nur Stufe 3. Jo. Das war Cho. Der ist auch Geschichte. Super, gleich hier neben den Checkpoint. Dann kann ich hier gleich wieder weiterreisen. Dann machen wir den im Steinbruch als letztes. Dann kann ich im Steinbruch nämlich vielleicht hochschweben und dann zu diesen komischen Fragezeichen-Dingen da hinten noch oben. Jetzt muss ich zur Kühlstation. Da gibt es natürlich keinen direkten Punkt. Ich könnte hier in die Haupthalle und dann da runter mit dem Fahrstuhl zur Kühlpumpe fahren. Oder zum Hochofen und dann da durch diesen Schacht gehen. Was geht denn schneller? Ich glaube, hier geht es schneller. Danke. Hui. Da. Ventilation? Nee, Ventilation muss ich nicht. Kühlung. Elevator. Lade mal die Karte, ey. Wie lange dauert das? Mit dem hier muss ich fahren. Ja, Kühlpumps. Ein Stockwerk weiter unten. Ich kann gar nicht springen hier, dann könnte ich auf der Stelle schweben und der Fahrstuhl fährt alleine. Da sind die Kühlpumpen, der Raum. Stimmt, da oben war ja auch noch eine Kiste drauf, ne? Die ich da oben noch auf diesem Gitter gesehen habe. Ist er direkt hier oder im nächsten Raum? Ne, hier geht da ist er doch. Das ist er doch. Ach, das ist so ein Unsichtbarer. Sehen echt so weiblich aus fast, ne? So, mit Rock an und sowas. Kann man schon mal mit einer Meerjungfrau verwechseln. Wo ist er jetzt hin? Wir müssen mal gucken, wo... Ah, da ist er wieder. Oder ein Engel. Wir müssen mal gucken, wo das... Die Umgebung so verwaschen werden bei denen. Keine Chance. Da ist er weg. Ich höre noch mehr. Ist hier noch einer? Oder waren das noch die Nachwirkungen gerade? So, da über mir, da ist eine Kiste drauf eigentlich. Frage ist, wie kommt man da am besten hochgeschwebt, wenn man nicht so hoch schweben kann? Ah, von da wahrscheinlich. Na, guck mal, da ist noch ein Durchgang da oben. War ich auch noch nie. So, von hier aus. Genau. Macht das Schaden wahrscheinlich, wenn ich hier drauf gehe, oder? Ja. Geht. Oh, oh, da oben sind Gegner. Da ist die Kiste. Die hatte ich ja mal gesehen. Wenn ich mit dem Fahrstuhl hochgefahren bin. Sind das gefährliche Pilzgegner da oben? Oder? Ach, Stufe 4 auf jeden Fall. Stufe 4 sollte man nicht unterschätzen. Das sind alles nur so zusätzliche Geheimwege hier. Komme ich hier durch, ohne Damage zu kriegen? Ja. Da geht es aber zu einem Fahrstuhlraum. Ach, das ist der Durchgang, der zur Hochofenkammer führt wieder, ne? Den bin ich doch schon mal gegangen, glaube ich. Anders lang. Ja, da war ich schon mal. Hier hoch konnte ich halt nur nicht. Ist da drüben auch eine Tür? Ja. Ja, seitdem man schweben kann, werden so einige Bereiche noch viel interessanter. Ja.
Nein, das sind die geschlossenen Türen. Wo würde die hinführen? Ah, guck mal, das ist aber noch da beim Hausmeisterbüro. Weil da auch die Pumpenstation ist. Das ist irgendwie miteinander verbunden. Muss ich aber von der anderen Seite öffnen. Frage ist halt, wo die herkommen, Alter. Sieht irgendwie viel aus, oder? Was mit Schaden? Ah, guck mal, jetzt mache ich die Stufe 4 aber auch schon mal besser kaputt hier mit dem Schleudern. Den Pumpgun bist du ein bisschen zu weit weg, mein Freund. Gott sei Dank. Was für Geräusche sind das noch? Hier waren aber nur die Gegner, ein weiterer Weg ist hier nicht. Außer jetzt diese Tür, die ich da noch gefunden habe. Kühlpumpen da unten, da war ich ja auch schon überall. Na gut. Dann gehen wir weiter. Wieder zurück zum Fahrstuhl. Weil ich hier nicht wegkomme sonst. Dann können wir jetzt zum Schwarzsteinbruch und Thompson machen. Der letzte. Oder die letzte? Weiß man ja nie. Und dann mal gucken, wo ich beim Steinbruch dann da noch rumfliegen kann, oben zu diesem Fragezeichenzimmer. Hausmeisterbüro war ich ja auch schon lange nicht mehr. Der hatte ja auch immer noch ein paar Nebenaufgaben immer auf seiner Pinnwand. Habe ich ja erst 2 Stück von gemacht. Sagen auch nicht dazu, dass man jetzt hier rumschwebt und sagen nicht irgendwie, ey cool, du kannst schweben oder so. Alles voll normal. So, jetzt muss ich zum Steinbruch. Steinbruch-Eingang muss ich leider da erstmal wieder durchlatschen. Der Geheimweg war ja auch da, aber die Pilze haben immer noch so viel Schaden gemacht. Der war ja da mit dem Hochofen verbunden. Ja, erstmal zum Steinbruch. So. Hier werde ich und gleich begrüßt von den Wolken, oder was? Die sind ja immer noch da, vom letzten Mal. Vor dem musste ich ja flüchten, jetzt muss ich da erstmal wieder rein. So. Ah, da ist er ja schon. Er kommt zu mir, das ist aber nett von dir. Moin. Sprich mit Arish, das waren alle. Wir sollten hier da ja zurückbringen, will ich das, aber ich wollte eigentlich nochmal zum Steinbruch rein. Mal gucken, ob ich hier noch an denen vorbeikomme oder ob sie mich eiskalt töten. Es sind halt scheiß viele von den Wolken. Geradeaus durch. Nee, da unten ist die Tür. Nicht geradeaus. Die Akte ist auch neu, oder? Oder habe ich die nun nicht mitgenommen? Erinnerung an das Rauchverbot. Ja, das kennen wir ja schon. Hier darf man nicht rauchen. Wir möchten alle Mitarbeiter daran erinnern, dass es untersagt ist, im Steinbruch zu rauchen. Mhm. Wegen den Aliens. So, wo war der Raum? Da. Da oben. Da oben wollte ich hin. Da sieht das doch ein bisschen schwieriger aus, als gedacht, da hinzukommen. Eine Zwischenlandung machen. Ich kann gar nicht so hoch schwimmen. Ah. Kommt man da überhaupt hin? Hier war auch noch eine Kiste, ne? Auf so einem anderen Vorsprung. Die ich auch nicht geholt habe, weil ich nicht hochgekommen bin. Die steht da. Ne, das ist ein Würfel. Da war ja nicht auch noch irgendwas anderes, wo ich hin wollte damals. Genau, von hier. Da wollte ich weiter. Hm. Da ist die Kiste. Da ist die Kiste und da geht's weiter. Nee, Ah, nerv mich jetzt nicht. Mit dem Nebenkack hier.
viele Steine. So, jetzt bin ich schon mal hier oben. Aber das andere ist noch weiter oben. Das Fragezeichen-Ding, da ist ein Fahrstuhl halt. Ich glaube nicht, dass ich von hier aus hinkomme. Weil ich ja gar nicht so weit schweben kann. Ich kann mich hier nur bis da, gerade mal bis hier. Dann komme ich auf den rauf. Ja. Auf den doch auch, oder? Ha! Bin oben. Per Umwege geht's noch. Könnte da vielleicht noch was sein? Da ist auf jeden Fall Licht. So, aber das ist alles noch geschlossen hier. Restricted Area ist es auch. Na, vielleicht später. Alles noch geschlossen, ich krieg's ja auch noch nicht auf. Mal gucken, da vorne der Bereich sieht auch noch sehr interessant aus. Auf jeden Fall was zum Looten. Eigentlich eine Durchgänge hier noch. Ja. Aber hier hat jemand gezeltet. Hm? Da fährt was. Wenn die Wagen da durchfahren, warum komme ich da nicht durch? Das war so ein Minenauto hier. An der Leine. Naja, ich komme da nicht rein. Leider. Hätte ja sein können. So, dann gehe ich gleich zurück und gebe die Quest noch ab und dann habe ich wieder eine Nebenaufgabe fertig. Guck mal, hier ist auch noch eine Tür oben, ey. Auch wieder nur von der anderen Seite öffnen. Guck mal, ich bin schon runter von der Karte, seht ihr das? Ich laufe hier rum im Bereich, der gar nicht mehr kartografiert wurde. Da ist ein Checkpoint, ne? Oder? Da unten? Da ist auf jeden Fall was. Kann ich nicht hier durchschweben? Sie klettert da einfach nicht rüber. Da würde sie doch durchpassen, oder? Hier oben. Jeder sich macht aber eine Animation und dann geht's doch nicht. Schade. Sieht aus, als wäre da ein Checkpoint und dann kann man von da drin dann die Tür öffnen. Oder ist es hier? Nein. Von oben reinfallen? Kann man hier noch weiter hoch? Nein. Hier kann man noch rauf. Und hier auch. Naja. Aber da komme ich nicht rein. Sehr interessant. Der ballert da unten rum. Ich glaube, da schießen welche auch gegen die Wolken gerade. Vielleicht bin ich am Map-Ende. So nah war noch niemand den Sternenhimmel hier, glaube ich. Wie kann man sich da ja runterfallen lassen hier oben? Ah, weiter komme ich nicht. Ich habe das Map-Ende erreicht. Da kann man auch nicht hin. Höher als das geht nicht. Höchste Position hier im Steinbruch. Gut, dann gehe ich jetzt die Quest abgeben. Auch daran kriegt ihr auch schon lange keiner mehr. Da ballern auf jeden Fall welche mit Raketen noch immer. Ah, da steht eine Kiste. Die nehme ich noch mit. Wo ich sie hier schon mal entdeckt habe.
Zwei Vierer abholzen. Es geht hier aber ganz schön wieder. Was ist los, ne? Alles spawnen hier wieder neu. Aber ich brauche hier gerade nicht mehr. Ich bin hier durch. So, über die Wolken wird einfach rüber geschwebt. Und hier ist der Punkt. Nice. Hat sich doch gelohnt, die Nebenaufgabe bisher. Zentrale Geschäftsstelle mit Aris sprechen. So, schon da. Hallo Aris. Hab die Quest fertig. Hier sind die Beutel. Sechs davon. Mit meiner sind das alle. Tja, ich schätze, ich werde sie jetzt alle tragen. Sentimental, ich weiß, aber das ist alles, was mir einfällt. Nichts ist leicht mit dem Zischen. Darf ich fragen, was drin ist? Was ist in den Beuteln? Zu spät. Also, das ist eigentlich vertraulich, aber Sie sind die Direktorin, da kann ich es Ihnen wohl sagen. Naja, in der Behörde gab es Gerüchte über einen Werwolf bei Vollmond, also schickten Sie uns Rookies los. Wir sollten bestätigen, dass es Bullshit war. Warte, will er sagen, dass es wirklich Werwölfe gibt? Stellte sich heraus, dass ein gewandelter Gegenstand bei Vollmond gewaltige Gravitationsanomalien verursachte. Oh Mann, wir wären fast draufgegangen. Zur Erinnerung tragen wir seitdem alle silberne Kugeln um den Hals, falls uns wieder mal ein Werwolf begegnet. Also warum haben Sie die Ranger verlassen? Dachte, ich könnte hier mehr Gutes tun. Irgendwer muss auch die beschützen, die alle anderen beschützen, oder? Vier Fertigkeitspunkte erhalten. Nice, hat sich richtig gut gelohnt, ey. So. Ich muss los. Ich auch. Sie sind nicht die Einzige, die was zu tun hat, wissen Sie? Ahaha, du stehst dich jetzt schon seit, ne? Gefühlt. Bis zum nächsten Mal. Zwei Tage rum. Geil. So, Fertigkeitspunkte werde ich gleich verteilen. Und ja, dann haben wir wieder eine weitere Nebenquest hier abgeschlossen für Aris. War doch nicht so schlecht. So, was habe ich noch offen jetzt? Alte Wucherung, da werde ich, glaube ich, als nächstes hingehen, in die zentrale Forschung und mich da mal um die Pilze kümmern. Das finde ich nämlich auch interessant. Ja. Gleich mal markieren und dann gehen wir da mal hin, in die zentrale Forschung. So, wir haben die sechs Leute gejagt und viele neue Bereiche erschweben können. Ja. Noch einiges zu tun hier im Ältestenhaus, aber es geht auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Danke, dass ihr dabei wart in der heutigen Folge. Danke für den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.